Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Close to the Sun. Wir gehen jetzt zurück, suchen Ada, der Funk ist abgebrochen und wir müssen ihre andere Hälfte der Freundin so lange noch finden, damit sie uns den Brief schreiben kann, dass wir auf dem Schiff kommen können. Obwohl wir schon längst auf dem Schiff sind und alles ist sehr verwirrend und wir machen weiter. Wir kriechen hier sehr, sehr langsam durch. Ich finde es übrigens sehr interessant, was sich die Frau so eine Mühe macht, die ihre Aufzeichnungen zu verstecken und sich extra hier, immer wenn sie in den Raum da reingeht, hier durch diesen Gang durchgeht. Das ist sehr bemerkenswert, weil der ist echt eng. Diesmal machen wir den Kopf keinen Quatsch. Wie nochmal wollen wir da nicht rein? Finden Sie heraus, was die Funksequenz blockiert. Hallo? Ah, unser Neuzugang. Es ist mir eine Freude, endlich mit Ihnen zu reden, meine Liebe. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin Nikola Tesla. Ich weiß, wer Sie sind. Verschwinden Sie. Ich muss mit meiner Schwester reden. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Es ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, dass die Helios unter strikter Quarantäne steht. Und damit diese Quarantäne funktioniert, kann ich Sie und Lead Researcherin Archer nicht überall auf dem Schiff die Schutztore öffnen lassen. Der bislang entstandene Schaden ist bereits gravierend. Ich kann nicht zulassen, dass Sie es noch schlimmer machen. Daher müssen Sie beide an Ihren aktuellen Standorten bleiben, bis die Situation geklärt ist. Sie schließen uns ein? So sind wir leichte Beute für was auch immer da draußen ist. Seien Sie versichert, dass ich alles unternehme, um die Situation in den Griff zu bekommen. Genau. Und wie läuft's so, hä? Ein Schiff voller toter Wissenschaftler. Die berühmte Helios kurz vorm Untergang. Wo ist Ihre unbegrenzte Energie jetzt? Feigling. Kommen Sie der Sperrung der Alpha-Quarantäne. Ada, geht's dir gut? Ada! Hi, ich bin's wieder. Oh, du bist das. Großartig. Erst werde ich eingesperrt und jetzt das. Eingesperrt? Du auch? Wie ich? Tja, nun, ich habe einen Profi-Tipp für dich. Such dir eine saubere Ecke. Eine, in die der Gestank des Todes noch nicht vorgedrungen ist. Das ist Schritt 1. Das ist nicht ganz die Hilfe, die ich erwartet habe. Kannst du mich hier rausholen? Tja, kommt drauf an. Wo bist du? Im Alpha-Quartier des Faraday-Bezirks. Eine Art Absperrtor kam herunter. Kannst du das öffnen? Was das angeht, darauf verlassen, dass du kommst und mir hier raushilfst. Meine Lage ist etwas komplizierter. Aubrey, die Tür. Bitte. Bitte, bitte. Geh und hol deine Schwester. Ich verstehe das schon. Familie zuerst und so. Aber weißt du, ich habe auch Familie und ich sitze immer noch in der Falle. Hilf mir, dann helfe ich dir. Okay, Aubrey. Abgemacht. Hilf mir, meine Schwester zu finden, dann kommen wir dich retten. Versprochen. Pfadfinder-Ehrenwort. Ausgezeichnet. Also, du musst etwas Abstand von dem Tor halten. Dann kann der Zauber beginnen. Sag mir Bescheid, wenn... Okay, ich... Alles klar, los geht's. Heilige Scheiße! Aubrey! Das Tor ist beinahe explodiert! Sorry, tut mir so leid. Meine Schuld. Eventuell habe ich etwas zu viel Saft durch die Leitung gejagt. Ich bin gleich wieder da. Ich führe nur schnell ein paar Diagnosen durch und gebe Benny ein High Five. Seine Arme müssten hier doch noch irgendwo sein. Klingt fantastisch. Gute Arbeit, Aubrey. Wir hören uns später.
Deine Zeit ist gekommen. Es wird bald alles vorbei sein. Rotes Blut für das Blut der Zeit. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Blatt, ein Dorn. Den vergrößern Befehl. Kapitel 4, das Werk des Daedalus. Ich glaube, ich war bei den Sprint gerade gemutet, deswegen kann ich nicht hören. Ich bin's, Aubrey. Hat sich deine Schwester gemeldet? Nein, ich mache mir Sorgen. Sie hätte sich längst melden sollen. Sperre blockiert wahrscheinlich das Funknetz. Wahrscheinlich geht es ihr gut. Also, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu fragen, woher Ludwig deinen Namen kannte? Vielleicht hat er mich mit jemandem verwechselt. Ich möchte lieber nicht darüber nachdenken. Trotzdem, er wusste deinen Namen. Also muss er irgendwie verstehen, was los ist. Aubrey? Hilfe! Bin schon dabei! Festhalten! Er bewegt sich immer noch, Aubrey! Halt den Wagen an! Ich versuch's! Aubrey! Spring! Spring, Rose!
Oh, Mist! Rose? Geht es dir gut, Rose? Das war knapp. Oh, Gott sei Dank! Danke, Aubrey. Das hätte schief gehen können. Eine Sekunde später und... Ja. Also, wo bin ich? Ich habe gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Welche willst du zuerst? Die schlechten zuerst. Immer. Also gut. Ich dachte, ich könnte dich bis zu deiner Schwester in den Biolaboren bringen. Aber offensichtlich wird das nicht passieren. Die gute Nachricht ist, ich weiß exakt, wo du hin musst, um in die Labore zu gelangen. Außerdem kann ich dich hiermit unterstützen. Ein Licht am Ende des Tunnels. Verstehst du? Ein Licht am... Egal. Folge dem Tunnel einfach bis zur nächsten Haltestelle. Das klingt schaffbar. Ich werde einfach ins Licht gehen. Großartig. Ich werde hier ein paar Dinge in Ordnung bringen. Ich melde mich später. Siehst du, Benny? Ich hab dir gesagt, sie wird's kapieren. Ins Licht gehen. Der Typ ist verrückt geworden. Na gut. Vielleicht sehen wir ihn am Ende noch mit seinem Kollegen Benny. Die Frage ist nur, wo müssen wir hin? Durchs Feuer kommen wir, glaube ich, nicht. Können wir hier rüberspringen? Müssen wir einfach geradeaus weitergehen? Warum gibt es die Leitern, wenn wir nichts machen können? So viele Fragen. Moin. Ist wohl die Helios ein bisschen weggelaufen, oder? Das muss so, weil Kühlungswasser oder sowas. Mal ganz ehrlich, ne? Hier kam gerade extrem heiße Dampf und Feuer raus. Das heißt, die Dinger, die müssten immer noch um 1000 Grad heiß sein. Wenn wir hier durchgehen, müssten wir zumindest Verbrennungen an den Seiten haben. Verbrennung ersten bis zweiten Grades. An den Armen und so. So, gehen wir weiter bis ans Ende des Tunnels. Aubrey. Rose, hast du es geschafft? Aubrey! Ja, ich bin an der Station. Wohin jetzt? Du bist in den Techniklaboren. Ich habe die Stromversorgung bereits zu dem Abschnitt umgeleitet, den du gleich betrittst. Ich habe mir erlaubt, einige ausgewählte Türen zu überladen, um dir den Weg zu den Biolaboren zu weisen. Folge dem Licht! Aber denk daran, dass ich nicht an alle herangekommen bin, also pass auf. Okay. Sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Naja, es wird wahrscheinlich nicht schön. Damit du es weißt, halt dir die Nase zu. Benny hat als Lebender schon gestunken, aber glaub mir, verwesendes Fleisch hat eine ganz besonders anrüchige Note. Stimmt doch, Benny, oder? Er ist schon so eine Totenblume. Das klingt geschmacklos. Sicher, dass bei dir alles okay ist? Ich benutze den abgetrennten Arm meines besten Freundes als Rückenkratzer. Natürlich ist nichts okay. Lauf einfach weiter durch die Techniklabore. Ich melde mich wieder. Ja, Mensch. Abteilung Schienenverkehr, Warenkontrolle. Abteilung Technologie unter Abteilung Schienenverkehr, Wagencheck.
Was zum Teufel, Frank? Wagen 4212 und 77 sind vorprogrammierte Katastrophen. Die Hardware-Ausfälle reichen von gerissenen Bremsplatten bis hin zu unpassenden Türscharnieren. Hast du wieder getrunken? Komm morgen um 10.30 Uhr in meinem Büro. Wenn du betrunken bekommst, ertränke ich dich. Ich werde dich nicht weiter schützen. Arthur Harris. Hat wieder jemanden zerrissen. Das sieht auch nicht gerade angenehm aus. Zeitung The World. Tester ist Meteorologieforschung beschuldigt, regenloses Gewitter zu verursachen. 7 Tage Donner und Blitz ohne Regen. Wetterexperten können das Phänomen nicht erklären. Spekulation über Warncliffs Beteiligung. Demonstration vor dem Hauptquartier von Warncliff zunehmend gewalttätig. Mitarbeiter von Warncliff zu Überstunden aufgerufen. Aufzug. Und ein Leck. Kommen wir hier runter? Tatsächlich. So, Wagensteuerung können wir wahrscheinlich nichts tun. Okay. Fragt sich natürlich, wie ist er da überhaupt hochgekommen? Und dann so gestorben. Gut, hier scheint nichts mehr zu sein. Wir gehen in den Aufzug. Kommt jetzt wieder der gleiche Ludwig an und sagt so, hey, ich will dich töten. Der ist aber bestimmt auch schon wieder irgendwie hier. Sonst gäbe es hier doch keine Gefahren, außer natürlich dieses komische Dampf, was Halluzinationen hervorruft und irgendwie alles zerreißt hier. König unsicher, ob die Spione und Ludwig alle umgebracht haben. Oder das Gas. Wir sind hier. Warte mal, wo sind wir? RS Main Station. Bei diesen Visionen bekomme ich Gänsehaut. Wie schlimm muss ein Zeitexperiment schiefgehen, damit die Vergangenheit sichtbar wird? Exo-Leak, Donut Enter, Evacuation through the Tunnels. The Cause of Empire, the Snow Show of Alexander Jameson. Betreten Sie die Technik, um einen Weg zu Ada zu finden. Robos-Nachricht, du schaffst das. Du schaffst das. Ich denke nicht. Ich denke schon. Laboratory. Nicht für uns geöffnet. Wir sind hier, Laboratories 5. Die Tür da ist zu öffnen, da kommen wir überall nicht lang. Was ist das für ein Geräusch? Machen wir mal die Tür wieder zu. Okay, das sind wir. 210, Bellatec. Also, Sabotage hat eine Quarantäne ausgelöst, die Gefahr aber nicht eindämmen konnte. Gut. Aber da sind zu viele Leichen für nur einen Psychopathen. Da
muss noch etwas anderes sein. Genau, das habe ich auch schon gesagt. Deathray. Bauplan für den Todesstrahl. Im Prinzip beim Deathray bestimmt ist das einfach das Schiff des Imperiums hier und Tesla ist in Wirklichkeit der Imperator. Darth Sidious. Und das ist einfach nur eine sehr kleine Version von dem Todesstern. Die Helios ist so gesehen der Todesstern und der Deathray ist der Planetenzerstörerstrahl. McCarthy vs. O'Connor. Das sind Geräusche, die höre ich nicht gerne. Hat schon so ein bisschen was von Soma hier gerade. Service. Aber ein Psychopath wäre mir lieber als ein Monster, das kann ich sagen. Und was zum Teufel ist das für ein furchtbarer Krach? Ja, das. Könntest du diese Blitzmaschine vor mir abschalten? Ah, alles klar. Ich verstehe das Problem, aber... Tut mir leid, Rose. Sie reagiert nicht auf meine Befehle. Na super. Was mache ich jetzt? Was du am besten kannst, meine Liebe. Du rennst. Diesmal musst du nur gleichzeitig den Stromblitzen ausweichen. Gibt es keine Möglichkeit, das Teil von hier aus abzuschalten? Das wollte ich noch sagen. Im Untergeschoss gibt es Notschalter. Dort sind zwei Schalttafeln. Du musst beide aktivieren. Das sollte das Monster bändigen. Ich melde mich später, Rosie. Von diesem Lärm bekommt Benny Kopfschmerzen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sein Kopf vibriert. Von unten können wir also ausschalten. Okay, das lief nicht ganz nach Plan. Uptime ist ja genau meine Spezialität nicht. Warte mal, gucken wir mal. Das geht dahin, dann direkt hier hin. Dann geht es wieder nach da, nach rechts und nach links. Das heißt, jetzt geht es gleich nach da und wieder hier hin und dann wieder nach da und dann nach rechts. Das heißt, wir gehen jetzt los. Jetzt geht es nach da, jetzt geht es nach hier. Dafür sind wir zu langsam. Okay. Erstmal hier gleich wieder hier vorbei. Jetzt kommen wir hier vorbei. Die Frage ist, können wir dazwischen stehen? Probieren wir es. Können wir hier stehen? Können wir.
erfolgreich ausgeschaltet. Hoch die Leitern, hoffen wir mal, dass das Ding nicht einfach wieder abangeht. Das wäre sehr schlecht. So, und hier sind wir von der anderen Seite nicht hingekommen, weil da ein bisschen was eingeknickt war. Setzen den Weg durch die Tech-Labors fort, um Ada zu finden. Aber jetzt. Was? Was war das? Gute Frage. Anzüge sind hier. WeatherTech. Was kommt von da drin? Green Assembly. Erwacht jetzt ein komischer Anzug zum Leben, so wie ein Soma? Hey, stopp! Oder es rennt jemand weg. So, hier ist übrigens Fallout. Rose, bitte melde dich! Rose! Ada! Rose! Gott sei Dank, geht's dir gut? Mir geht's gut. Alles gut. Was ist passiert? Ich hab mich zu Tode gesorgt. Mein Funk wurde gestört, aber ich habe eine andere Möglichkeit gefunden. Nicola hat dich wohl auch eingesperrt, was? Ja, aber ich bin entwischt. Ich bin fast bei den Biolabs. Bist du noch dort? Moment, du bist durch die Sperre gekommen? Wie? Dieser Aubrey hat mir geholfen. Er hat mir das Leben gerettet. Wir müssen ihn holen, bevor wir das Schiff verlassen. Ich hab's ihm versprochen. Ja, klar. Klar werden wir das tun. Aber erst der Forschungsbericht. Das ist der Schlüssel zu allem. Stimmt. Hast du es geschafft, die andere Hälfte zu holen? Nein, der ist im Theater. Wir werden ihn zusammen holen, direkt nachdem du mich in diesem Operationssaal rausgeholt hast. Von all den Mitgliedern. Ada, die Verbindung bricht wieder ab. Ada! Rose? Rose! Scheiße. Da ich mich gerade sehr sicher darauf fühle, in diesem Raum, der von alles abgesperrt ist und wir gleich diesen Wissenschaftler verfolgen, würde ich mal sagen, was ist für diese Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Tschüss, bis dann.